Guten Tag. Ich führe gerade ein Telefonat. Mit Titten, Erna. Hallo. Ja, wir haben ja ein Paket. Das packe ich mal eben aus. Ich wollte es auch antesten, aber habe ich ehrlich gesagt jetzt keinen Bock drauf. Und Videos kann man zusammenschneiden. Das heißt, ich kann das auch in der Woche machen, aber ich mache es sowieso später. Gucken wir mal, was angekommen ist. Ich will da nicht so dran reißen, nachher mache ich was kaputt. Und was ist es? Ist hier auch irgendwo Englisch? Ein Schmachtfuhr. Ein Q90. Es ist eigentlich ein Pauki, die Q90, und hier ist Japanisch. 64-Bit OS, das macht schon mal gar keinen Sinn. Supports Multilingual, okay, das ist jetzt auch schlechtes Englisch. Konsole, USB-Kabel, User Manual, Farbe, weiß ist angestrichen. Ich habe aber eigentlich durchsichtig bestellt. Jetzt habe ich natürlich nichts zum kaputt machen. Stell ihn nachher raus, dass das nicht geht. Dann schneide ich wieder rein, wenn ich es offen habe. Ich will jetzt hier nicht rumsuchen. Ich habe jetzt keinen Bock, erstmal in die Küche wieder zu rennen hier. Doch deinen extra langen Zehennagel. Ich habe keine langen Zehennägel. Mist, eine Seite ging so gut. Sowas von unvorbereitet immer. Ja, wie deine scheiß Fresse. Fotze, ey. Na, guck mal, ist offen. So, jetzt, oh Gott, jetzt ist hier die Tischdecke eingeklemmt. So, Cut. So, hier haben wir unser Paket. Ich habe es mal eben schnell geöffnet. Wehe, das ist jetzt weiß. Ich habe es durchsichtig. Da geht retour. Glaub's mir, ehrlich. So, hier haben wir jetzt dann noch so eine. Plastikschale. Ja, toll. Ein bepisstes. Oh, ein USB-C-Kabel. Das ist sehr toll. Irgendwas riecht hier komisch. Puh. Irgendwas riecht hier sehr merkwürdig. Ein QC1 Passaufkleber. Ach, Aufkleber. Zettel. Dann haben wir hier. Game Machine Produkt Warranty Card. Ah ja, ist nichts reingeschrieben worden, also hat es überhaupt kein Gewicht. Und hier haben wir Videogame Consoles. Sind ja mehrere. Q90 Serie. So, das ist jetzt Key Function Diagramm. Menu, L-Key, Arrow-Key, Povra. Joysticken. Select mit K. Volume Twitch. Also irgendwas richtig komisch, das kannst du beim Malz. Okay, wollen wir das Ding jetzt mal nur auspacken? Also wenn es in der Wähle, das ist nicht durchsichtig. Obwohl es. Oh, ich glaube, ich sehe da den Akku. Ich glaube, das ist durchsichtig. Habe ich mir nämlich gekauft, weil ich jetzt was Einfaches wollte. Ich wollte jetzt nichts Dickes oder so kaufen. Oder was. Ist das Display schon benutzt? Nee. Ah, aber es ist durchsichtig. Chromatik. Ich wollte nämlich nichts Schweres haben, beziehungsweise 100 € oder so. Hier, Karte schon drin. Karte ist nämlich schon eine drin, eine 16 GB MicroSD. Gut, kann ich auch noch austauschen. Ja, aber den komischen Stick und so weiter, das fühlt sich ehrlich gesagt soweit ganz gut an. Wie schaltet man das Gerät ein? Ist das hier einschalten? Ah, NX Hop. Ich habe keine Ahnung, ob das so muss. Irgendein Linux-Scheiß, oder? Ja, es ist. Okay, es ist Linux. Ja, jetzt kann man hier Explorer und so machen. Das gucken wir uns dann später nochmal richtig an. Hier haben wir Gameboy, PlayStation und so weiter. Display sieht soweit okay aus. Blickwinkel stabil ist es auch. Ich werde es allerdings jetzt einmal hier per USB anschließen, den Akku vollladen. Das sieht aus, diese BP4L und so, 3,7 Volt. Mich erinnert das immer an diese Nokia-Akkus aus dem 3310 und so. Aber schön, ist durchsichtig, kann man alles sehen. Und ist halt so eine Emulationsmaschine.
Ich sage, es gibt ja große, die kosten 80, 90 Euro. Das Ding kostet normalerweise 34, in der durchsichtigen normalerweise 40 Euro. Und ich habe jetzt mit einem Gutscheincode 21 bezahlt. Und dann sehe ich mir mal später an, ob da irgendwie mit Emulation und so wie es geht, weil dann muss man ja noch ein paar Spiele runterladen. Und in der Zeit wollte ich mir noch ein bisschen an meinem Penis spielen. In diesem Sinne, ne? Da ist eine dastige Dude. Hallo? Hallo? Zubereitung, Backofen vorheizen, Pizza nur im gefrorenen Zustand, bitte nicht antauen lassen, verwenden, Pizza direkt aus der Tiefkühltruhe nehmen, Folie und Pappunterleger entfernen und mit dem Backpapier auf unterste Einschubleiste in den Backofen geben. Empfehlung, das beste Backergebnis wird bei Ober- und Unterhitze erreicht. Ja. Hup, irgendwas mit Polizei. Sehr lecker aus. Ja. Werfen wir mal kurz in den Ofen, dann gucken wir mal, wie das ist. Ist hier noch Milch drin? Abfahrt! Das ist die Ofenfrische, wie ihr höchstwahrscheinlich im Video, wenn ich es nicht vergesse, im Speed abgesehen habt, die frisch hochgeht. Aha, etwas heiß. Ich habe sie jetzt mal in Achtel geschnitten. Ein besseres Bild. Wir haben hier knuspriger Rand. Ach ja, sie ist noch sehr heiß. Ja, das ist auch immer so ein Thema. Wir Menschen sind ja doof. Ne? Es ist heiß. Klar ist das heiß. Kommt gerade eben aus dem Ofen, wo 250 Grad geherrscht haben. So, hier haben wir jetzt hier unseren Teig. Knuspriger Boden, ne? Also, wir haben einen knusprigen Boden, dennoch hier, wenn wir Salami mal wegnehmen, oben leicht feucht, aber doch immer noch fluffigen Teig in der Mitte und einen knusprigen Boden. Kleinen Moment, ich warte mal in einer Minute, ich verbrenne nur die Pfoten. Versuchen wir es nochmal. Also jetzt nochmal zum Thema selber. Ich habe La Mia Grande gegessen, ich habe Billigpizza gegessen, ich habe San Fabio gefressen, Ernst Wagner, Dr. Oetker. Man hat ja mehr oder minder als Single hast du irgendwann alle Pizzen durch. Ich habe, und das ist jetzt ein ganz großer Lieb für die Leute, die fünf Leute, die mich verfolgen, oder vier, weiß ich nicht, je nachdem, drei bis vier, dass ich noch nie die Ofenfrische gekauft habe. Sie geht im Ofen hoch, alles schön und gut. Die Frage ist jetzt, schmeckt's oder schmeckt's nicht? Ja? Das ist jetzt für mich so eine Sache, ob ich mir die dann auch nochmal kaufe oder nicht, ist für mich interessant. Schmeckt die Salami, die da drauf ist. Ich habe jetzt Salami-Peperoni genommen. Sind wir mal ehrlich, sie waren im Angebot für 1,99. Und normalerweise sind die im Angebot für 2,50 oder 2,80. Kostet mittlerweile auch 3, 4 Euro so eine Kackpizza. Und das ist wie mit Restaurante, wenn die nicht im Angebot ist. Die kostet ja mittlerweile auch so ein Zweierpack 5 Euro oder so. Und ich bin ehrlich gespannt, ob das jetzt hier so ein Pissmöppel ist, der hier, so wie es aussieht, so zusammengedröselt ist. Oder ob er geschmacklich zusammenpasst. Ich habe natürlich hier noch Oregano und Salz-Pfeffer-Mischung. Kennt das einer? Gibt es auch zum Raspeln. Salz-Pfeffer-Mischung, dann müssen die alles einzeln machen. Nehmen wir uns jetzt hier so ein Stück raus. Ah, haben wir noch Eis. Aber versuchen wir mal. Also mal ohne Salami, ohne Peperoni, einfach generell die Mischung. Mhm. Okay, jetzt mal mit Salami noch so ein Stück. Heiß. Die Salami ist auf jeden Fall gut.
Was für eine Herkunft von der Salami etc. tut alles nichts zur Sache. Das ist jetzt einfach nur eine Geschmackssache, ob das passt. Aber geschmacklich ist die gerade so ein bisschen, ja, heiß. Du merkst, dass du hier einen Hefeteig hast, weil so geschmackstechnisch ist der Teig was anderes, als wenn du es selber machst. Aber diese Konstellation, die du hast, von diesem Hefeteig, den du hast, wenn du den selber machst, diese Konstellation ist vorhanden. Also dieses Gefühl von Hefeteig, das spürst du, wenn du es isst, dann hast du dieses vertraute, selbstgemachte Gefühl im Mund. Das ist eine positive Eigenschaft. Der Boden ist knusprig. Geschmacklich muss ich allerdings sagen, ist das Geschmacklich ist es. Naja. Geschmacklich ist es Standard. Es ist gut. Es schmeckt gut. Aber wenn ich jetzt so an die Salami denke, das ist jetzt mal außen vor. Also, es gab ja eine Zeit, das ist 10, 15 Jahre her. Da konntest du ja auch die billige Pizza kaufen. 10, 15 Jahre ist das ja. Da konntest du auch die billige Pizza kaufen, diese billige Salami. Heutzutage ist das ja wirklich, wenn du eine Salami-Pizza von Penny kaufst, von Dreierpack oder so, das ist ja alles nur noch, das schmeckt ja alles nach Rotze. Und die hier, die schmeckt so, wie die Salami-Pizza vor 10, 15 Jahren bei Penny mal geschmeckt hat, wo sie sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. So schmeckt die jetzt. Bis darauf, dass der Teig halt fluffiger ist, entspannter ist. Es ist halt so ein Hefeteig. Aber geschmacklich, ja, geschmacklich ist es einfach, tut mir leid, das fühlt sich nach 0815 an. Also nicht so ein, ich sage auf keinen Fall, dass die Pizza nicht schmeckt und so. Nee, schmecken tut die wirklich gut. Die schmeckt gut, aber sie schmeckt halt nicht, wo du dir denkst so, wow, ich muss die kaufen. Ich muss genau die Pizza kaufen, weil die schmeckt so und so. Bei der einen Pizza, wie das, La Mia Grande war es nicht. Ich glaube, das war Bella Napoli, die ich hatte. Wo ich gesagt habe, wow, genauso möchte ich die Pizza haben. Da habe ich dann auch das Gefühl, ich hatte Bella Napoli, weiß ich nicht mehr, welche ich hatte. Da habe ich auch wortwörtlich gesagt, genau so möchte ich eine Pizza haben. Genau so möchte ich eine Pizza. Da würde ich dann, und die kostete, glaube ich, 3,50, 3,49 war im Angebot. Normalpreis, glaube ich, 4 Euro. Da habe ich gesagt, wow, okay. Die schmeckt genauso, die ist genauso abgestimmt, so wo ich dann einfach sage, wow, gut, da brauche ich auch nicht zu einer Pizzeria gehen. Das hier ist, sie schmeckt gut, auf jeden Fall, sage ich ja nichts anderes. Aber geschmacklich ist sie so, ist die Pizza so, wie Pennymarkt-Pizza vor 10, 15 Jahren war, wo man noch mehr drauf getan hat. Aber geschmacklich ist das hier einfach für mich persönlich 0815. Geschmacklich ist es 0815, der Teig ist gut, ist knusprig, ist fluffig. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur 0815. Da muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir entweder eine Pizza selber oder gehe halt zur Pizzeria. Oder wenn ich mir was gönnen möchte, dann auch die Salami. Die Salami ist gut. Keine Frage, aber 0815. Pepperoni, Schärfe, naja. Also wer keine Schärfe verträgt, für den ist das nichts. Für mich ist aber auch, könnte ein Ticken schärfer sein. Ne? So halt. So, da haben wir ein kleines Fazit geschlossen. Interessiert ihr am Ende eh keinen, was ich erzähle. Salz, Pfeffer und so weiter braucht die Pizza nicht. Ist gut abgestimmt. Muss man so sagen, ist optimal abgestimmt, kann man so lassen. Ist super, brauchst kein Salz, kein Pfeffer, kein Oregano und nichts dran machen, schmeckt. Aber es schmeckt halt nach 0815. Das ist das, was ich jetzt schade finde. Gerade weil die Ofenfrische auch nicht gerade günstig ist, was das angeht. So, in diesem Sinne schließen wir das Fazit mal ab. Da ist Hundi. Hundi ist auf Sendung, wenn ich die Kamera hole. Bist du auf Sendung? Bist du auf Sendung? Du bist auf Sendung!
Olli! Olli! Okay, das war's. In diesem Sinne. Ich hoffe, Sie haben sich inzwischen gefunden. Ich bin mir nicht so sicher. Aha, hi! Das Video hat ja angefangen mit dem kleinen Gerät hier, was ich mir gekauft hatte. Ich wollte eigentlich noch das Gameplay aufnehmen. Ist aber Quatsch. Ne? Also letztendlich ist das ein PowKiddy Q90. Das könnt ihr gerne bei Google etc. nachgucken. Und dieses Gerät kann... Wow, Java auch? Geil! Sehe ich gerade erst. Dieses Gerät ist eigentlich so eine kleine Emulationsmaschine mit einem blinkwinkelstabilen Display. 3 Zoll, hält 6 bis 8 Stunden, habe ich schon getestet. Emuliert alles. Bis auf PlayStation 1. Und da ist es dann aber auch spielbezogen, ob es ruckelt oder nicht. Dafür, wie gesagt, ich habe am Ende 22,30 Euro hingelegt für das Gerät. Ist es geil, macht Spaß. Das mit Java sehe ich gerade erst. Java, die meisten Leute kennen das gar nicht mehr. Ihr seid ja noch zu jung. Damals, wo Handys auf den Markt kamen, also nicht direkt Smartphones, also schon mehr, so mehr oder weniger Smartphone. Hatte man noch so ein kleines Display. Oh, Nachrichten. Hatte man halt noch das kleine Display. Und dann kamen schon Spiele und sowas auf den Markt. Das waren JAR-Files, .jr, merkt euch das mal. Die waren Java-basiert. Das waren damals Handyspiele. Konnte man sich Need for Speed, Most Wanted und sowas alles auf Java-Basis. Konnte das dann im Jamba-Spar-Abo oder so zum Beispiel kaufen. Und... schön, dass das hier doch auch funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, gute Akkulaufzeit. Emuliert eigentlich alles. Ne? Nintendo, Super Nintendo, NES, ColecoVision, Sega, Mega Drive, Atari, Atari Lynx, PC, Engine, Name und so weiter und so weiter. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, hier von wegen DOSBox und diese ganze Scheiße zu emulieren. Man kann darauf Videos gucken, ja gut, bei so einem Piss-Display, du guckst ja auf dem Handy auch keine Videos, ne? Kannst das Ding aber auch als MP3-Player benutzen, dann kannst du hier auch, kannst das Ding auch als MP3-Player nutzen, wenn du das Ding als MP3-Player nutzt, je nachdem was für eine Speicherkarte, ich habe die 16er jetzt ersetzt, habe eine 32er drin, ist die MP3-Player, wenn du das Display ausmachst, ist die Wiedergabezeit 12 bis 15 Stunden, wunderbar. Je nachdem, was du für Kopfhörer anschließt. Dann nimmst du so eine kleine Pinöckel, da ist halb so wild. Und dafür ist das ehrlich gesagt halt ein gutes Gerät. Hab allerdings eine Custom-Firmware drauf, weil die Originale, sagen wir mal, speedtechnisch ganz schön hinterherhinkt. Habe ich eine Custom-Firmware drauf gespielt, bekommst du überall. Im Moment ist es Version 1.33.32.40 oder so. Oder .3032 am Ende. Irgendwie so, da komme ich immer ein bisschen durcheinander. Gerade so viele Stellen hinterm Komma, da komme ich immer ein, zwei Zeilen, verrutsche ich immer. Haben auch einen Klinkenanschluss dran, wir haben USB-C zum Laden. Leider nicht für die Datenverbindung, da muss ich die Speicherkarte rausnehmen und dann halt den Rechner, einen Kartenleser. Wenn du noch einen Kartenleser am Rechner hast, ich habe ja ein Notebook, da ist ja alles Mögliche drin. Ansonsten, geiles Gerät. Ich hätte euch jetzt auch nochmal das Display zeigen können mit Gameplay oder so. Aber ihr wisst ja selber, dann ist mit der Kamera zu hell, dann ist es zu dunkel, dann wechselst du zwischen Spielen hin und her, dann ist mit dem Sound mit der Aufnahme kacke. Also ich kann sagen, ich empfehle das Ding, Filme, Quatsch, MP3 gut, Emulation, ich habe Java gerade erst gesehen, ich werde mir gleich noch ein paar Java-Spiele besorgen, weil ich habe damals zum Beispiel Asphalt irgendwie GT und so, das war damals, gibt es jetzt Asphalt, gibt es ja auch aktuell für Windows-Rechner und alle möglichen Maschinen, okay. Aber Asphalt Urban GT hat auch damals auf Java-Basis auf Handys angefangen. War schon damals geil. Natürlich, das war genauso wie auf der PlayStation. Heutzutage sind es halt 60 FPS auf einem Emulator, nur 30 Bilder oder so. Scheiße, spiele ich nicht. Auf einer PlayStation hast du damals immer 30 bis 20 FPS gehabt auf Spielen. Das hat immer geruckelt, das ist nie wirklich flüssig gelaufen. Also ganz flüssig nie. Nicht mit Soundproblemen, aber so wirklich 60 FPS gab es alles gar nicht zu der Zeit. Und dementsprechend funktioniert das ja auch. Und ja, mit Java-Spielen, selbes Beispiel, da hast du auch oft, das ist halt nicht komplett flüssig. Java-Basis war auch nie flüssig. Außer da hast du diese 2D-Jump-Run-Klamotten und sowas. So, jetzt habe ich mich genug ausgelassen, aber wie gesagt, ich habe die durchsichtige Version. Ich wollte nur nochmal darauf zurückgreifen, weil mir aufgefallen ist, ich hatte doch aufgenommen am Anfang, dass ich das Gerät ausgepackt hatte. Bisschen klimpern tut es auch, logisch. Ist halt billig. Aber,
Von der Technikseite her, Steuerung ist okay, Emulation ist gut bis auf PlayStation, was erwartest du aber auch mit einem maximal 900 MHz Prozessor und ein bisschen RAM und so weiter und Speicher auf Speicherkarte. Der interne Speicher ist, keine Ahnung, vielleicht 64 MB oder so ein Scheiß, da ist nichts drin. Display ist gut, macht keine Probleme, Steuerung, auch jetzt nach ein paar Tagen, wirklich intensiven Spielen und so, hat sich alles gut durchgesetzt. Ladezyklus ist, also am Rechner dauert es ewig. Ich habe es dann an mein Handy-Ladegerät einfach dran geklemmt, da war der Akku nach 80 Minuten war der Akku voll. Wenn du spielst, je nachdem wie der Prozessor taktet, das lassen wir mal außen vor, also im Durchschnitt 5-6 Stunden spielst du locker. Also PlayStation habe ich jetzt, PlayStation-Emulation habe ich 5,5 Stunden gespielt, dann fing er dann an mit rotes Lämpchen blinkt, Akku ist langsam leer, schmeiß mal eine Ladestation, gut, okay. Also das läuft alles wunderbar. So, das habe ich mir nochmal ausgiebig ausgelassen und tut mir leid, wenn wir jetzt das Video beenden. Aber ich habe ja noch eine halbe ofenfrische Pizza und die möchte ich jetzt aufessen. Außerdem, naja, der Hund möchte ja auch noch was. In diesem Sinne. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren.